Also, Danton Cup, hier spricht der Harte. Hallo, ich bin's! Dein Chef! Ja. Wie? Dein Chef! Komm mal hierher! Ah, okay, ich komme. Wir können erstmal ein bisschen arbeiten! Die Sau! Hallo! Nein. Hi, ich stehe noch kurz. Du bist neu, oder was? Ja, ich bin der Neue. Gut, pass auf, du hast ein bisschen was zu tun jetzt! Wir fahren jetzt zusammen zur Waschstelle! Ich hol mal im Geld! Okay. Mein Gott! Du Mistding! Geh jetzt! Du Mistding! Danke. So zur Waschstelle! Ja. Dann stellst du dich mal vernünftig vor, wer bist du denn? Ich bin Hardy. Hallo Hardy, was machst du so? Taxifahrer. Ja, was machst du sonst noch so? Außer Taxifahrer, fährst du ganz an einem Taxi? Ja, Taxifahrer am meisten. Außer in letzter Zeit nicht, weil ich, ein paar Mal in Krankenhaus gekommen bin. Wegen Motorrad. Wegen Motorrad? Ja. Warum fährst du auch Motorrad? Du kostest mir dein Geld, das weißt du nicht! Ja, wenn du den ganzen im Krankenhaus liegst und nicht arbeiten kannst, kostest du mir Geld! Ja, tut mir leid, ich fahr auch jetzt nur Auto. Ja, will ich auch hoffen! Und was? Ganzen Tag fährst du jetzt Taxi! Bist du das Geld, was du auf dem Krankenhaus bist? Boah, ich bin krank, ich habe im Krankenhaus gelegen, weil ich einen Unfall hatte. Dann holst du mir alles wieder rein! Ja, will ich machen. Ja, will ich auch hoffen! Weißt du überhaupt meinen Namen? Ja, Erich. Ja, genau. Dein schlimmster Albtraum. Wie, der schlimmste Albtraum? Kinder heulen, wenn die mich hören. Ja, aber ich nicht. Deine Mutter hat sich auch gefreut. Wo habe ich denn meinen Hustler hingestellt? Aus dem Weg! Weg da! Da ist ja mein Auto! Wieso steht mein Auto hier? Da. Mach mal Auto auf, fahr mich mal zurück zu meinem Taxi. Geh jetzt arbeiten. Und du telefonierst? Ja. Wenn du Auto fährst? Ja, ich fahr jetzt direkt. Fahr weiter, ich bin nach Hause. Aha. Sieh zu, ich will arbeiten. Hast du den Schuss auf? Toxizentrale, Downtown Cape. Erich, bitte bleiben Sie in der Leitung. Das Taxi in die Warteschleife wusste ich schon. Ja. Ich hab mich gerade in die Warteschleife gesucht. Toxizentrale, Downtown Cape. Erich, hallo? Hallo, ich hab gerade mit dem Kollegen telefoniert. Ja, warte, ich verbind Sie. Taxizentrale, bitte bleiben Sie in der Leitung. Ja, Mann, das ist hier riesig, ist denn? Wer ist denn da? Ein ganz großes Kino. Ich hätte gern ein Taxi, und zwar zum Parkhaus 16. Ein Moment, ich bin hier im Lager, warte mal jetzt kurz. Vorwende ich mal wieder zurück zur Leitstelle, warte mal eben. Ja, mach mal. Oh Gott, ey. Ihr habt doch nur eine freie Leitung. Taxizentrale Downtown Cap, Erich. Mein Name ist Erich, die Leitstelle des Taxi Downtown Cap. Was kann ich für und oder gegen Sie tun? Hallo? Ich hab's echt eilig. Es wäre schön, wenn Sie kurz in der Leitung bleiben. Ich brauche ein Taxi zum Parkhaus 16:20. Ja, ich komme umhin. Bin gleich da. Ja. Sie wissen noch gar nicht, wo ich bin. Ja, ich hab gedacht, soll ich hinkommen. Du musst mir doch sagen, wo ich hinkommen soll, damit ich dann weiß, wo ich hinfahren soll. Gut, dann einmal oberhalb der Bäckerei ist diese Straße, die aussieht wie ein Pfeil. An der Pfeilspitze warte ich. Taxizentrale Downtown Cape Erich, hallo? Hallo, ich einen schönen guten Tag. Ich bräuchte bitte ein Taxi von einen Moment, 20:20. Bitte. Finden Sie die Musik entspannend? Nein, wir auch nicht. Deswegen machen wir sie noch ein bisschen lauter. Taxizentrale Downtown Cape Erich, hallo? Hallöchen. Ich bräuchte bitte ein Taxi zum Parkhaus 20:20, bitte. Ja, dauer Moment, bin gleich da. Schick einen vorbei. Alles klar, super, danke. Bitte, tschüss. Hallo, wo soll's hingehen, mein Junge? Einmal Parkhaus 16:20, bitte. Gibt's doch nicht. Westseite, Westküste, Hochzeit. Hochzeit? Ich bin schon zu spät. Ja, ich bin schon zu spät.
Also sie sind super schnell fahren sollen wir denn, ja? Ja, das wäre super. Aber bitte keinen Unfall bauen, weil ich hab nein. Wollen es hören. Nein! Ich bin der beste Fahrer hier. Das klingt gut. Sagen Sie mal, Sie sagten am Telefon Erich. Ja. Der Erich, Vater von Hans-Peter Erich? Ja, genau. Ah, okay. Schön, Sie kennenzulernen. Ach, haben wir schon von mir gehört, ja? Ja, ja. Ich habe so einiges von Ihnen gehört. Ist gut. Was heißt denn? Nee, würde ich aber hoffen. So ja, anschnallen. Es gibt Gefahrenzuschlag. Ja, ist okay. Oh Gott. Anschnallen! Ja, okay. Gott. Ich bringe sie da schnell hin, gar kein Problem. Schnell, nicht gefährlich, bitte. Nein, schnell. Okay. Oh Gott, stopp. Wir sind da. Hallo. Warte, steht ein Ticket aus. Pass auf. Wir sind bei $1,200 mit Trinken, wenn wir bei 5, okay? Machen wir 2 und dann sind wir quitt. Gut, machen wir 5.200. Machen wir. Machen wir 2.000 und dann... Nur? Oh, sind wir ein Geizkrank. Ich nicht mehr gekriegt. Wie würde Orange sagen? Das Taxi ist in tadellosem Zustand. So, schön ein paar Hamburger in der Tasche. Das Bier. Und ich brauche eine Waffe. Es wird Zeit, dass Erich sich bewaffnet. Für den Krieg. Gegen... Weiß ich noch nicht. Muss ich noch gucken. So. Ich nehme einmal die Minigun. Den Granatwerfer. Und die Panzerfaust. Was geht ab, mein Braver? Kann man hier mittanzen? Nee, das ist mir zu viel Geschrei. Entschuldigung. Der Wobbelwackelarme gewinnt hier aus dem Kamerad. Mein Junge. Ich brauche mal ein neues Auto. Wo krieg ich den Quad her? 80.000. Oh, Hans bringt mich um, wenn ich das Geld vom Dingens nehme. Habe ich so viel? Muss Erich wohl arbeiten. Doch. Sind Sie die Braut? Die Braut. Bist du die Braut oder nicht? Nee. Okay. Ich komme gerade von einer Hochzeit, aber... Ja, wie war's? Ja, Hat er sie gebumst? Nein, aber ich glaube, das kommt noch. Wollen wir da zugucken? Ja, ich weiß nicht, also schwierig. Oh, wow. Wieso ist das schwierig? Ich habe ein Fernglas. Muss mir das sagen, wo die wohnen? Also ich weiß nicht genau, wo die wohnen. Krass! Ja, unter anderem. Hast du was für mich? Ja, warte mal. Ich rufe die Polizei. Von Hans? Stehen ja nicht drauf, made in grocery. Warum nicht? Das wären gut, ne? Ja. Die Hans haben mal bewegen seine Arsch hier hin. Wieso? Der müssen noch bezahlen. Was muss er noch bezahlen? Eine Rechnung. Wieso das denn? Ja, weil der jemand sein reingefahren. Der ist ja auch dumm. Ja. Was? Nein. Doch, ich darf doch sagen, ist mein Sohn. Oh. Sag mal, wo kriegt man so ein Quad her? Wo haben wir denn her? Gute Frage. Warte mal, ich könnte mal einmal schauen, ob ich finde die Katalog. Und für was der kostet? Ich habe nicht mehr so viel Geld. Hans-Peter nimmt immer mein ganzes Geld immer weg. Wie, der nimmt dir dein Geld weg? Ja, ne, ich bin ja eigentlich auch Chef, aber er nimmt immer das ganze Geld und ich krieg davon nicht was. Dann musst du ihn fragen. Das ging das ja mal, gar nicht. Das bringt nichts, einfach der steht drauf. Er steht da drauf? Also ja, dann lässt du doch auch jeden Abend von Kira ficken, dann könnte er auch da aufstehen. Also, ich sag dir jeden mal Abend lässt er sich den Schwanz von ihr reinstecken. Bäm! Also, bäm! 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 Oh, Kira! Bäm! 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 Oh, Kira, nein! Hör auf! Bäm! Und dann kann man sich neue Autos und die lackieren. Ich wohne direkt nebenan. 15.000? Die Chance. Gut. Aber wissen du, wie du können kriegen Hans an die Eier? Sagen ihm einfach, der kriegen keine Kekse mehr, wenn der dir weiter neben Geld weg. Okay. Kann ich mir einen Gefallen tun? Kannst du mich einmal hochfahren nach Sandy Shores, mein Junge? Nach Sandy Shores? Ja. Wo mussten da hin zur Werkstatt, oder was? Ich bin Quad holen. Ja, zum Autohändler willst du genau. Hoch, oder was? Genau. Dankeschön, hat was gut, mein Junge. Jo, kein Ding. Hier, also, ja? Da gehe ich mal stark von aus. Okay, immer die kriege ich einen Quad. Danke dir, mein Junge. Kein Ding. Danke!
Reihe! Aua! Ich bin gerade vom Quad gefallen und bin mit meinen Eiern an der Tür hängen geblieben. Das tut weh. Oh. Wenn Sie mich nicht wieder schlagen, dann helfe ich Ihnen. Helfen Sie mir bitte. So, was ist los? Welche Nüsse tun weh? Alle. Beide. Soll ich mal nachgucken? Ja, bitte. Und warte mal, wenn ich mal hier bin. Hä? Eine Krankenhausdurchsage. Hans-Peter stinkt. Ich wiederhole, Hans-Peter stinkt. Ey, was haben Sie denn gemacht? Ich bin vom Quad gefahren und bin mit meinen Eiern an der Tanne hängen geblieben. Gibt's da überhaupt noch Eier? Ja. Hör mal, was machen Sie denn hinter der Theke? Ich brauch meinen Ausweis, ich hatte nicht gekriegt. Ich hab den Ausweis nicht gekriegt, weil so viele hier das waren. Das war gewollt. Ah, okay. Und jetzt, ich bin mit dem Quad runtergefallen, bin an der Tanne hängen geblieben, mein Coronis. Jetzt tun die weh. Welche Coronis in Ihrem... Ja gut, ich meine, in Ihrem Alter sind dann auch schon Schlepphoden, ne? Ja, natürlich, die haben mich fast rumgewickelt. Ja gut, das kann natürlich schon mal wehtun. Weißt du, wie so ein Ball, der sich um so einen Schwall wickelt, da braucht man nicht löten. Da kannst du auch gegen Boxen vorne wieder zurück. Echt? Ja. Ich hab hier einmal eine Mikrowelle hängen gehabt. Die sind nicht so groß wie mein Arsch. Zu viel Input. Das hat die letzte Frau auch gesagt, dass das zu viel Input in ihr war, als ich drin war. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja. Ja, hey, wo bist du gerade? Im Krankenhaus. Was machst du denn schon wieder im Krankenhaus? Hab mir die Klöten wehgetan. Kannst du die Leitzelle machen? Oh, wow. Ja gut, ich wollte eigentlich mit dir gesprochen haben. Kann ich ein bisschen leiser reden? Komm gleich. Ja, tut mir leid. Bis gleich. Mach mal kurz Leitzelle, bis gleich. Ich ruf dich denn an. Ja, yeah, see you. Das ist die Rolle. Hallo, ich bin der neue Arzt. Okay. Nee, Sie sind nicht der neue Arzt. Können Sie bitte... Okay, dann geh ich. Guck doch mal! Ja, von unten kriegst du besser. Guck mal! Was auf den Hoden raushole, komm, man kann ich auf deinen Kopf drauflegen. Siehst du das? Wupp! Oh, nee. Oh. Hey, Erich, was soll denn sowas? Ich wollte dir nicht mal zeigen, dass er lang ist. Armer Kühlpack. Am sagt, dass er auf... Ah, ist das kalt! Gott, ist das kalt, Mann! Ja. Ihr könnt wundern, dass er so klein ist, wenn er mir so ein Ding an den Arsch an den Sack hält. Länger als 10 Minuten dran halten, sonst fällt er ab. Wie fällt ab? Ja, abfrieren. Dirty? Das wäre ungünstig. Der kann abfallen? Ja. Oh nee. Deshalb nicht länger als 10 Minuten kühlen. Ganz ruhig. Er ist mit dem Dödel in der Maschine hängen geblieben und ist dann mit dem Sack gegen eine Laterne geflogen. Nein, andersrum. Im Getränkeautomaten bin ich hängen geblieben mit dem Dödel. Sagen ihm, dass im Getränkeautomaten. Und anschließend hat er dann hier sein Dödel in den Getränkeautomaten eingeklemmt. Hallo! Soll ich sie hier allein lassen? Vater, was hast du schon wieder gemacht? Ich hab mein Quad gekauft, bin damit umvergebaut, bin mit meinem Dödel gegen eine Laterne gedonnert, hat so aus, weißt du, kennst du dieses Ball- und Schnurspiel? Wenn mein Hodensack hat sich da so oft rumgewickelt, wo der Ball an die Schnur, weißt du, wupp, 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 muss ich jetzt mal wieder abziehen. Und dann wollte ich den kühlen, bin ich an den Getränkeautomaten gegangen und plötzlich ist die Klappe wieder zugegangen und eingesogen und mein Dödel eingeklemmt. Und ich hab mein Auge. So eine Scheiße immer. Weißt du, da wirken ab einem Tag vergesse ich dir, die Beruhigungspillen in den Tee zu mischen und dann sofort. Wieso? Du hast einen Wohnwagen? Ja. Könnt ihr jetzt mal auf für die rumzubrüllen? Halt's Maul! Zappenduster, dann geht's aber raus hier. Du hast mir nicht mal geholfen, mein Dödel da rauszuholen! Ich hab dir geholfen, dein Dödel da rauszuholen. Ja, aber den wollte ich auch nicht bei mir um. Beim nächsten Mal order ich noch eine Flasche zu trinken hinterher. Was? Mal gucken, wie dann schallert. Es tut mir leid, komm her. Ich bin eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch! Bist du nicht? Bin ich wohl! Bist du nicht? Ich bin sensibel! Hans-Peter? Du bist nicht sensibel, Hans-Peter? Ja, Hans-Peter? Ja? Was ist das für einer? Bin sein Vater! Arbeitet der im Taxiunternehmen? Mir gehört die Firma! Na, jetzt wird mir so einiges... Halt mal fest! Nee, lass die Tür zu! Halt mal fest jetzt! Halt mal einen Augenblick fest! Du musst doch mal einen Augenblick fest, das tut weh! Das ist geschwollen! Das ist geschwollen! Hallo, bleib doch mal stehen, kurz! Das tut weh! Hallo, Krankenhaus! Kannst du mal aufhören? Kannst du mal deinem Vater mal helfen, oder was? Lass mich raus! Jetzt sexuell belästigt! Von deinem Vater! Ja. Aber letzten Monat hab ich noch nicht gekriegt! Du hast, doch, hab ich dir gegeben letztes Mal! Hast du nicht? Hab ich, da waren wir im Krankenhaus! Das musst du schon spezifisch dafür sein! Ja, ich bin oft im Krankenhaus! Ja!
Du hast eine Fahrt diesen Monat gemacht. Die war wahrscheinlich, ja, die war heute. Die war heute, ja? Ja. Sind das Polizei? Ich hab keine Ahnung. Wer auch so ein Ding haben, was soll das denn? Aber ihr meinen Raum. Wenn die Polizei solche Dinger kriegt, dann will ich jetzt auch solche Toxen haben. Nur ein Taxischild oben drauf. Bruder, das ist mir alles egal. Ja, kriegen wir nicht. Warum kriegen sie so? Warum wir nicht? Was soll das? Taxiunternehmen ist wichtiger als das FAB in der Stadt. Das stimmt. Weniger schwuchteln. Hans? Aber Hans, was ist jetzt mit unserem Gras? Ja, machen wir gleich. Okay. Immer schön vom FIB, die ganze Zeit. Gras hier, Gras. Okay, lass uns heute was klären. Heute vor der Sonntag. Heute machen wir alles gut. Du und ich. Dick und doof. Pass auf, ne? Der Taxiunternehmen, ne? Das haben wir, ja? Ja. Der ist ja ordentlich ganz nett. Ja. Ich hab mir Gedanken gemacht. Ja, wir sollten einen Puff aufmachen. Ja, nee, das nicht. Ich habe mir sogar zwei Gedanken gemacht. Pass auf, wir sollten zwei Puffs aufmachen. Der zweite Gedanke wird dir wahrscheinlich im ersten Moment nicht gefallen. Und ich muss sagen, mir gefällt er auch nicht mehr so ganz. Und ich glaube, da klicken wir. Aber da diskutieren wir doch mal drüber. Ob ich Digger umbringen? Okay. Nee, ich war letztens vor euch beim Architekten. Nee, wir haben hier einen Architekten in der Stadt. Ja. Und die bauen ja ein paar Sachen um. Und ich habe gesagt, so Ted Leute. Mosby. Ja, genau. So, und mir geht der Toxin in den langsam ein bisschen auf den Sack. Unser Hof sieht total trostlos aus. Ja. Das ist total langweilig da. Die Zäune sind scheiße. Ja. Rasier die Scheiße mal weg. Ja. Und daneben, ich hätte gerne mal ein vernünftiges Büro, wo ich mal ein bisschen Eier schaufeln kann und wo mein Vater seinen Ruder holen kann, ohne dass jedes Mal ein Kunde reinkommt. Ja, genau! Ja. So, und er hat gesagt, yo, nee, wann ist dein Brumm gewachsen? Jo, sie sagen ganz schön idyllisch, alle. Ich muss von Navi anmachen, ich wusste nicht, wo ich bin. Morsch, guck dir den hier rechts an, Alter, da kippt ihr schon was um, Alter. Ja. Wo fährst du denn, das Ding kippt ihr aufs Dach. Das wäre witzig. Bei uns ist Klimawandel verkehrt rum. So, pass auf. Und dann habe ich diskutiert mit dem Architekten. Und er hat gesagt, ja, oder Toxin an dem Gebäude. Du, das ganz kacke ist da. Ja. Ich so, warum denn? Er so, ja, das ist halt schon alt und marode und leuchteinschutzgefährdet. Und wenn wir da irgendwas dran verändern, dann bauen oder verbauen und was weiß ich, die Räumlichkeiten verändern wollen, wir können das Gebäude einstürzen. Ja. Und wir lange drüber Gedanken gemacht und hab mir überlegt. Er hat Vorschläge gemacht, ob man das Taxiunternehmen nicht einfach umziehen möchte und er dann komplett neues, modernes Taxiunternehmen hinsetzt. Ja, mit Blackjack und Nutten. Ja, ich hab da schon mal ausgeguckt. Was denn? Wie ich da, ja, ein Gebäude. Wir fahren da gleich mal lang, ich zeig dir das mal. Wie war deine Meinung dazu, wie sie? So, wir kriegen auch noch ordentlichen Zuschuss. $500,000 würden wir dazu kriegen. Und die machen uns einen extra guten Preis. Nur? Wir räumen doch die ganze Stadt! Was macht euch jetzt noch? Wir haben darüber diskutiert. Das ist jetzt nicht dein Ernst, das habe ich neu gekauft, das Auto. Ich wollte fragen, was jetzt noch mehr? Hä? Ich will hier nicht dran, komm mit! Haben wir WD-40 mit? Ja, hab ich. Ja. Musst du eins sprühen immer, WD-40 ist immer gut. WD-40 immer rauf da! Dann läuft das! Ja, Stadtrundfahrten habe ich überlegt. Partybus können wir machen. Wir können Partybus machen? Also ein Shit, nur das Problem ist, da muss sich halt auch jemand drum kümmern und das kostet wieder Zeit und vor allem Geld, die man rein investieren muss. Eine Werkstatt wäre mir ehrlich gesagt lieber. Ohne wir haben noch hinten noch Platten, lass uns Werkstatt machen. Werkstatt? Ja. Wenn du verfolgt wirst, machst du einfach zack, Linie-Sterne. Wirfst du einen Bananen raus, automatisch? Ja, wie bei Mario Kart. Achso, geil. Ich hoffe, der kündigt nicht, Alter. Wie will der kündigen? Ja, Hawks ist unser bester Mitarbeiter, Alter. Der Hawks hat mehr Umsatz gemacht als ich. Guck mal, da rechts ist ein Boot. Neues. Was für ein Boot? Ja, vor mir da vorne. Siehst du das von mir weiter? Wo kommt das denn her, Alter? Packt das da Öl ins Wasser? Ich weiß es nicht. Siehst du das? Das buddelt da was. Das buddelt. Das ist ein... Lebt dein Traum, denn er wird wahr. Genau, ist von Goethe. Von Goethe? Ja. Goethe, den alten Knacker. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Hast du mal das Tagebuch gelesen? Wieso liest du mein Tagebuch? Was soll das? Ich wollte wissen, was über dich erfahren. Warte mal, wo hast du denn mein Tagebuch gelesen? Das habe ich auf meinem Kutter gelassen, der geklaut wurde. Deine Mutter hat mir einen zugeschickt. Wo ist mein Kutter? Das war dein Kutter. Hast du meinen Kutter geklaut? Nein. Ich habe ihn gefunden. Das Boot. Wo? Wie wo? Wo ist mein Kutter? Am Hafen war der. Der wurde abgeslebt. Von wem abgeslebt? Von dem Boot. Wie von dem Boot? Wegen Falschparken. Wie falsch parken? Ich hab am Hafen geparkt! Ja, falsch! Die Titanic hat auch falsch geparkt! Wie? Hier ist unerjang! Ist unerjang? Ja! Wie scheiße ist er? Ja! Kira macht ihr eigenes Gewerbe. Wenn das alles jetzt zeitnah genehmigt ist,
Ja. Schwarze Feinkost und so weit. Alkoholverkauf, Feinkost, edle Waren, Essen, Trinken, dies, das, Ananas. Ananas mag ich nicht. Ich mag Ananas. Okay. Was stehen die Frauen drauf? Was meinst du, wenn du so ein modischer Trink? Wenn du unten aus dem... Ich esse immer Speck. Dann schmeckt das nach Späten. Spätensperme. Der probier ich aus. Ja, wenn du ein ganzes Schwein isst, kommt da sogar schon Rüssel mit raus. Wird er lecker oder was? Ja. Boah, ist interessant. Und kringelig. Kringel ihr nicht, das will ich nicht. Das gehört Kira hier links? Nee, rechts. Wo? Nee. Hier! Willkommen beim neuen Taxiunternehmen. Guck mal hier vorne. Unsere Geschäftsstelle, Büro, Parkplätze. Links macht Kira ihr Dingens hin, da oben können Leute fräsen. Und oben auf dem Dach, da parken wir die Taxen. Du willst die Taxifirma hier hinpacken? Ja, war der Gedanke, hier in das Gebäude hier vorne. Du willst die Taxifirma hier hinpacken? Hier hin! Wieso? Hier hin! Ja, nee, da vorne, da. Nee, ich will die. Da willst du das alles reinmachen? Nee, hier vor uns, links ist Kira, hier vorne ist Taxi, da unten. Das willst du hier hin machen? Ja, ausbauen und so. Wirklich? Hier hin? Da war der Gedanke. Ist eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Komm mit, wegen Parkplätze. Das finde ich am geilsten. Der Vorteil ist. Ihr geht keiner mehr den ganzen Tag von morgen bis abends in die Firma rein, geht uns auf den Sack, weil er zum Automaten will. Oh, gute Idee. Ja, du weißt, Peter, ich brauche kein Taxi. Mach mal die Tür auf, wir wollen zum Automaten. Wer war das? Ja, nee, ich habe Anrufer imitiert von dem Lost die ganze Zeit. Die ständig bei mir anrufen. Nehmen wir die Tür auf, so sehen zumacht. Guck, da hinten können wir vielleicht noch eine Werkstatt oder so reinzimmern. Nein, Puff! Puff? Vielleicht kriegen wir noch einen Puff hin. Ich glaube, das Ding ist im Arsch. Aber die Musik geht schon mal. Ich glaube, da kommt nichts. Wie bei mir mit Sex, ich komme auch nie. Ja, das ist ja blöd. Das Schild montieren wir ab und dann zählen wir ein Taxi drauf. Nein. Was wir machen? Unsere Gesichter. Unsere beiden Gesichter machen wir da oben rauf. Links und rechts. Das geht. Das ist eine geile Idee. Wir machen unsere Gesichter da oben rauf. Dann machen wir. Was sehen hier für ein scheiß Karriff auf unserem Bauplatz? Weiß ich nicht. Warte, ich kümmere mich drum. Was denn? Okay. Man wendet sich nicht gegen's Toxi. Genau! Arschloch! Hawks! Hallo! Ja. Hände hoch, sofort! Vater, pack die Klarre ein, Mann, die Scheiße, ist unser bester Mitarbeiter! Bringen wir die nicht um? Nein, der ist unser bester Mitarbeiter! Achso, ich dachte, das ist doch meins, oder? Achso, Entschuldigung. Tut mir leid, ich hab gedacht, wir bringen dich um. Entschuldigung, tut mir leid. Warum hab ich den Schlüssel nicht für meinen Karre? Ja, weiß ich nicht. Und sonst so? Also, erst das Positive oder Negative? Ist das Negative. Ich will mich erst aufregen und dann mich freuen. Nee, mal erst der Positive. Positive, ich gebe dir eine Nummer, die schreibst du dir auf. Du kannst heute Kohle machen, der möchte den Hammer als Limo haben. Geil. Ganzen Abend. Den ganzen Abend, 6 Stunden, 600.000 Dollar, nee. Ich weiß nicht, wie viel Kohle du nimmst, musst du mit denen ausmachen. Es heißt MJ. Fasano? Nein. Hast du abgenommen? Bin ich nicht. Du warst vorher so fett. Ich bin nicht Frau Sano. Achso. Ich bin Hawks Verlobte. No, what? Entschuldigung! Wow. So, die rufen ja sowieso ein Taxi. Entschuldigung! 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 Der war mit Aufsicht! Ich muss, leider kündigen. Nein, du kündigst nie, Hawks. Warum? Wollen wir jetzt erschießen? Komm mit meiner Suche auch nicht zurecht gerade. Welche Suche? Vater und, ja. Ja, aber wenn du Taxi fährst. Sag mir wieder seinen Namen. Ja! Bin ich vielleicht dein Vater? Oh, das ist gut möglich. Ich kann dir. Ich Vater, kann der dir, kriegt keine 50% ab. Nee! Ich kann dir leider keinen Namen nennen. Ich weiß nur, dass der Weltreise gemacht hat, mal anders. Ich habe viele Geschwister, das weiß ich, aber sonst weiß ich nichts hier. Das könnte ich gewesen sein. Das könnte ich gewesen sein. Hast du schon Vaterschaftstest mit mir gemacht? Nee, habe ich nicht. Oh Gott! Solltest du immer tun, Hawks.
Ich besser nicht. Da kommt der böse Werner. Komm, der letztes kommen irgend so eine Asiatin, der Minder aus dem Münster. Aus Bangkok! Keine Ahnung. Aus Nein. Bangkok, ja. Kamen sie. War da was mit nach. Also insgesamt weiß ich von 56 Kindern. Mein Vater war immer angeblich auf Montur-Reisen, scheiße. Oh nein, erzähl weiter. Er war halt nie da, ja? Also, ja, keine Ahnung. Ja. Box ist der geborene Taxifahrer, hat noch mehr Umsatz gemacht als ich. Scheiße, was ist, wenn er dein Vater... Hör bloß auf, nein, ich... Wollen wir Vaterschaft? Kann nur außer Familie sein. Wollte gerade sagen, wollen wir das mal testen lassen? Nein. Wie heißt die denn, Mutter? Heike. Ihr wollt mich doch... Nee, das... Und vor allem hat er dich angegraben. Hab ich Hans auch. Ja, das stimmt. Und seine Tochter hat auch angegraben. Ja. Ich sag doch, du bleibst in der Familie. Wollen wir das nicht mal testen lassen? Ja, wir treffen uns im Krankenhaus, ja. Oh Gott. Scheiße. Sag mal, Vater, ist die halbe Stadt dein Kind oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich kann doch nicht dafür, dass alle Missgeburten hierher kommen. Ich hab wahrscheinlich noch ein Kind, ich brauch einen Arzt! Erich, halt deine Fresse auf, im Krankenhaus rumzubrüllen! Ja, okay! Hallo, ich würde gerne einen Vaterschaftstest machen. Pass auf, die lacht über alles! Pudding! Nein! Elektrizitätswerk! Was? Wackelarmiger Windows-Kamerad! Wie schnell können Sie das eigentlich? Wackelarmiger Windows-Kamerad. Nein! Oh, schon wieder Klöten löten. Nein! Ich will wissen, ob ich seine Mutter gebumst hab. Wer hat wem Ich will wissen, ob ich seine Mutter gebumst hat und er da rausgekommen ist. Vaterschaftstest. Ja, ich bin spannend. Ich hatte mehr Sex als Unterhosen im Leben. Können Sie meine Klöten löten? Hans? Ich glaube, mir wird schlecht. Was ist eigentlich mein Geburtstagsgeschenk? Hans? Wie Geburtstagsgeschenk? Ja, wann hab ich denn Geburtstag? Das weiß ich noch nicht, hast du mir nie gesagt. Wann hab ich denn Geburtstag? Hast du mir nie gesagt? Da habe ich ja schon aufgesagt. Das hast du gar nicht. Oh mein Gott. Ist auch, wenn das mein Schwiegervater Hawk entscheidet. Hawk entscheidet jetzt, ob ich... Also können wir das jetzt testen lassen oder nicht? Ja, der gute Doc kümmert sich um sie. Gut. Muss er sich hier so einen abschütteln? Nein. Warte, ich mach. Von John. Hinten liegen ein paar Zeitschriften. Warte mal ganz kurz. Nein, ist das Frau John? Ich weiß nicht. Ich mach kurz ein Foto. Videozimmer. Warte. Klick. So, am Foto gemacht. Ich gebe kurz einen runterholen.